die Stadt für Unruhen ist? Oder ist das ein Anachronismus? Naja, ich denke, je extremer das wird, also beide Seiten werden halt extremer. Wenn die ganzen Regierenden hierher kommen und so, wird es auch mehr Widerstand geben. Muss es ja. Ja, wie stellst du dir das Berlin der Zukunft vor, Hanin? Tja, ohne Tiergarten und so. Ziemlich düster, oder? Ja. Die ganzen Regierenden, die dann hierher kommen. Na, aber ich glaube, es wird ganz lustig werden. Keine Lust, Hauptstadt zu sein, Karl? Mir ist es egal. Mir wäre lieber, wenn man Fußball-Erstligisten hätten. Immer so peinlich, wenn man im Ausland ist und dann muss man das immer wieder sagen. Das können die Leute auch nicht fassen, ich auch nicht. Ja, Berlin ist die einzige europäische Hauptstadt, die keinen Fußball-Erstligisten hat. Das ist weltweit sogar. Aber ihr seht euch relativ politisch, Alec, ne? Insofern denke ich mal... Ja, ich denke, alles, was man macht, ist politisch. Wie gefällt dir das, was so in den letzten 5 Jahren oder 4 Jahren in Berlin passiert ist? Naja, also man hat ja vorhin schon gesehen, also es wird vieles wirklich konservativer und miefiger irgendwie. Und natürlich finde ich das nicht so gut. Also wenn du dir anguckst, werden viele Leute aus dem Zentrum irgendwie nach außen gedrängt. Ich meine, wie es bei vielen Großstädten auf der Welt ist. Und kann sich eigentlich auch genau angucken an anderen Beispielen, so wie Berlin dann werden wird. Und ich verstehe halt nicht, dass die Leute nicht eigentlich wirklich mehr machen, um das zu verhindern. Weißt du? Ist die Stadt zum Beispiel noch eine optimale Brutstätte so für Musik wie eure? Ja, denke ich schon. Also ich meine, wir bleiben auch jetzt in Berlin wohnen erstmal. Wir waren ja eine ganze Zeit in England irgendwie, aber man merkt schon, dass das, was wir machen, halt hier entstanden ist irgendwie. Wo habt ihr da gelebt in England? In London, Hani? Ja. Und wie ist es im Vergleich? Nee, ich meine, die Leute sind viel, haben ein größeres Spektrum an Musik und sind nicht so, naja, dass halt immer mit der Masse mitlaufen müssen, wie hier in Berlin zum Beispiel. Da gibt es viel, viel mehr kleinere Gruppen, die extremere Musik hören. Und hier, ich meine, hier wollen alle nur das hören, was die Masse hört. Das sieht man ja bei Techno und so. Also London ist für mich eine Weltstadt und Berlin ein Weltdorf. Der Punkt ist aber auch, dass London viel größer ist, auch so von den Einwohnern und so. Also was ich an England besser finde, ist, dass die Leute mehr riskieren. Also auch im Musikgeschäft. Es ist nicht so, also damit haben halt die Engländer auch immer Erfolg gehabt im Musikgeschäft. Mal neue Sachen bringen und nicht immer nur versuchen zu kopieren. Woran Berlin ja auch immer sehr arbeitet, ist, sich so als Techno-Hauptstadt Europas darzustellen. Ihr seid auch immer so eine Band gewesen, die in diese Ecke zumindest reingeschoben wurde, aber das könnt ihr überhaupt nicht ab. Warum nicht, Karl? Ja, weil wir mit Techno eigentlich nichts zu tun haben. Also wir benutzen zwar dasselbe Equipment, aber wir machen andere Musik. Haben andere Aussagen und so. Techno ist uns halt zu hippie-mäßig irgendwie. Also Rave ist ja eigentlich also wie die Hippie-Bewegung irgendwie bloß in den 90ern und mit noch weniger Aussagen und damit kann ich mich halt nicht identifizieren. Ja, und wir sind halt eine Band, wir verstecken uns nicht hinter irgendwelchen Projekten und... Ich will halt auch über Sachen singen, also sag ich jetzt mal singen, die halt also nicht mit irgendwelchen so kosmischen New-Age-Scheiß irgendwie zu tun haben, sondern wirklich über Themen, die uns wirklich angehen und auch nicht immer flüchten, so irgendwelche Traum-Science-Fiction-Welten, so, weil das ist mir einfach zu blöd. Gut. Danke euch für den Besuch bei 100 Grad. Die CD, die ihr gerade veröffentlicht, ist ein bisschen her, im März habt ihr sie veröffentlicht, auf jeden Fall die CD von Natalie Tienenschreiber, die könnt ihr gewinnen, wenn ihr jetzt aufpasst beim 100 Grad Quiz. Vielen Dank an euch für den Besuch. Ciao. Ciao. Hallo, liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei unserem heiteren und lehrreichen Wer bin ich Ratespiel. Auch heute verlosen wir wieder diesen schönen Siemens Weltempfänger. Die Spielregeln sind ganz einfach. Wo sind sie denn? Ja, wo sind sie denn nur? Überall nichts als Autos und Baustellen. Also, ich kann sie einfach nicht mehr finden. Aber vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen. Sagt mir, wo die Blumen sind. Wo sind sie geblieben? Ich meine, abgesehen von meinem Grab, müssen hier doch noch irgendwo welche sein. Denn was ist schon eine deutsche Hauptstadt ohne duftende Blüten? Schließlich war ich zeitlebens stolz darauf, Gott sei Dank Berlinerin zu sein. Natürlich hatte auch ich die eine oder andere auswärtige Affäre. Kein Wunder, war ich doch immer von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Doch ob in Hollywood oder in Paris, oft entpuppte sich alles nur als der große Bluff. Aber so sind die Männer nun einmal.
Erst bist du für sie der blaue Engel, wirst du beschenkt mit den Perlen zum Glück. Schon bekommen sie Angst, reden nur noch von den Gefahren der Brautzeit. Und am Schluss heißt's auch noch, der Teufel ist eine Frau. Fragt sich nur, mit welchem Namen bin ich? Marlene Charest, Marlene Dietrich oder etwa Marlon Brando? Na, schon erraten? Dann schreiben Sie die Antwort an. Deutsche Welle TV, 100 Grad, Wolterstraße 5 in 13355 Berlin. Oder faxen Sie uns 49 für Deutschland, 30 für Berlin und dann 4699550. Natürlich sind wir auch in den weltweiten Computernetzen erreichbar. So einfach ist das. Mitmachen lohnt sich. Schon mal, weil es noch mehr gibt als den Weltempfänger. Wie erwähnt, die CD von Atari Teenage Riot könnt ihr gewinnen. Oder, um ein bisschen was über Berlin noch zu erfahren, das Stadtbuch Berlin. Oder aber drei Reiseführer. Anders reisen.